Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ravenport. Ja, wir sind bereits in Folge 108. Und ihr fragt euch jetzt, wann erzählt er denn, was wir Neues machen? Ja, heute ist es nicht und morgen ist es auch nicht. So simpel es ist. Wir werden hier schöne Runde noch unsere Arbeit tun und losgehen mit was an Kommentaren und sowas reinkommt, weil ich hatte ja 2 Tage aufgefordert, die Kommentare zu schreiben und zu machen. Und habe mir gedacht, okay, dann lassen wir noch ein paar Tage Zeit und ich hätte auch ein paar Tage zum Überlegen haben, wie man es denn umsetzt und ein paar Sachen vorbereiten und sowas. Und wenn es dann losgeht und wenn es dann soweit ist, dann, das wird schätzungsweise nicht heute und nicht morgen sein, aber dann könnten wir so langsam schon zu einem Ergebnis kommen. Gut, so, dann haben wir das erledigt. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit die Jungs hier oben sind. Er wird hier auf jeden Fall noch eine Bahn fahren können. Er wird hier auf jeden Fall noch eine Runde düngen können. Damit er auf jeden Fall noch mehr Bahnen fahren kann. So simpel ist es. Und das kriegen wir hin. Ich fahre sie mich sogar ein bisschen schräg. Dann brauche ich mich die eine Ecke hier schon gar nicht mehr fahren, wie ihr seht. Da haben wir diesen schon komplett gedüngt. So. Drehen wir eine Runde. Hier muss der Kollege noch ein bisschen. Und ich muss dann hier ansetzen. Schauen, wie ich mit der Breite jetzt hier hinkomme. Passt genau, wenn ich so bleibe. Darf es nur nicht schneller sein wie der Kollege Drescher da. So. Hat geklappt. Wunderprächtig. Dann können wir den Kollegen nämlich mit dem ihn da, der jetzt hier auf einmal wenden kann. Also ich weiß nicht, wie es geht, dass das auch manchmal kann, manchmal nicht. Auf jeden Fall kann er da jetzt loslegen. Der macht hier noch ein paar kurze Bahnen. Der hat hier schon ein paar Bahnen angesehen. Das ist ziemlich gut. Nämlich mit Mais. Da ist der Huckel. Den haben wir gerade live miterlebt. Oder was? Ne, der andere war noch weiter in der Mitte. Dann scheint es hier mehr wie einen Huckel zu geben. Aber irgendwie läuft das alles. So, gut. 80% vollen Korntank, das ist alles okay. Denn hier geht es nämlich jetzt los. Ich lasse nämlich den Streudünger jetzt hier einfach mal stumpf stehen. Ich lasse ihn da einfach ganz allein. So. Echt fahren üben, ne? Fürchterlich. So, super viel Saatgut ist da nicht mehr drin, sehe ich gerade. Deswegen hole ich das jetzt eben fix. Ich hoffe, dass er in der Zeit den Kollegen nicht einholt. Oder vielmehr unser nicht gedüngtes nicht einholt, weil er soll das untergrubbern noch, ne? Den heizen wir jetzt hier mal fix hin. So. Ist hier richtig? Nee. Aber nachgereicht. Viertelgramm fehlte. So. Und jetzt gucke ich sicherheitshalber. Da kann sogar noch reinfahren. Okay. Wir wenden. Wir machen uns auf den Weg. Wir haben hier Soja drinnen, das ist genau richtig schon mal eingestellt, das passt. Und das ist alles okay. So, und für Unkrautvernichtung, die Spritze steht hier oben, das ist auch schon mal gut. Unten werden wir ja wie üblich eine Runde Oh, ich glaube, jetzt muss ich ihn. Ne, er kann immer noch rein.
Dann werde ich gleich sofort auf ihn umspringen, sobald ich ihn jetzt auf der Seite hier ansetze. Dann werde ich jetzt nämlich ihn mal hier ansetzen. So, werde ihm sagen, mach einfach mal. Weil ich will natürlich dann den Kollegen jetzt hier im Auge behalten. Ich glaube, unser Drescher hängt. Damit fing das Ganze schon mal an. So. Sehr schön. Und Helfer aus. Ne, er hinkt nicht. Okay, er hat sich befreien können. Aber ich werde ihn jetzt hier abklemmen. Hier brauchen wir ja nicht hin, wie ihr seht. Mit Düngen. Ich werde jetzt den Streudünger holen und wenn gleich der Drescher fertig ist, den Spaß hier noch eben zu Ende düngen. Und die Sämaschine kann dann derzeit versuchen, mich hier einzuholen. So simpel ist es ja. Das läuft ja. Gott, fahr ich schief. Gibt's überhaupt gar nicht. So, machen wir erstmal so einen Streifen hier. So, und dann hier gleich nochmal, wenn der Drescher durch ist, das Ende. Ich würde sagen, das können wir auch jetzt selber machen, weil er hat sich gerade selber schon den Berg runtergeworfen. Das muss gar nicht unbedingt. So, dann machen wir den Spaß hier an. So. Jetzt noch mal kurz zurück. Machen wir schon mal die Rundumgeschichte und das hier aus. Warum hat er da eine Bahn angefangen und nicht gemacht? Das ist total wahnsinnig. Boah, sowas hasse ich ja, ne? Diese, ich mach mal eine Viertelbahn und drehe dann um. So, da kriegt's ja. Da kriegt's ja gleich einen Hals, wenn das sowas liest. So, erstmal kriegen wir keinen Hals, weil wir den jetzt erstmal fertig machen. So. Macht denn die nächste Bahn jetzt tatsächlich mal eine zu Ende? Überraschend. So, ne, wir fahren jetzt mal hier hin. Ich kümmere mich jetzt darum, dass der Robber hier den Rest macht. Dann fahre ich den Drescher mal eine Runde zur Seite, obwohl er hier eigentlich auch nicht stört, wenn ich ehrlich bin. Und dann bringen wir mal die Runde, die Frucht nach unten. So, hier steht das gute Stück. So, ein bisschen winklig angefahren. Wie vernünftig drehen kann. So, Helfer angemacht und der sollte es jetzt eigentlich schnallen. Warum der, also ich weiß jetzt, wo die eine Spur ist und da kann ich erstmal weiterfahren. Aber es ist schon ein bisschen, ne, kurios ist das Wert, was mir jetzt so dazu einfällt. Ich glaube, ich mache ihn gar nicht erst an, sondern lasse ihn hier einfach bei stehen. Der macht hier jetzt den Spaß. Da habe ich ein bisschen doppelt gedüngt, würde ich sagen, aber es ist nicht so wild. Ja, es geht ja schon ganz schön bergan, deswegen hat er natürlich jetzt hier nicht so die Übergeschwindigkeit drauf. Bis auf die eine Bahn hat er den Rest jetzt aber anscheinend hier gemacht, das ist schon mal was.
So, wie sieht es hier aus? Auch nicht so verkehrt. So, dann gucken wir mal. Der speichert hier automatisch ab. Ist schon hier oben wieder irgendwo Unkraut in Sicht? Nö, das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Ja, da sehen wir schon den Streifen, den er übergelassen hat, ne? Hier, wo die Maus lang geht. Das andere ist das, was schon schön dunkel gedüngt ist, sozusagen, also in der letzten Düngephase ist. Das passt schon, genau wie hier unten auch. Hier unten ist eh nicht mehr viel zu machen, ne? Der macht jetzt hier den Mais zu Ende, die drei, vier Bahnen, die er noch hat, und dann das zweite kleine Feld. Und dann ist er unten schon fertig mit der Arbeit. Dann können wir theoretisch gesehen schon hingehen und gleich den Zeter dran machen, weil wir ganz genau wissen, dass das Unkraut kommt. Ne? So simpel ist es ja. Dann können wir uns da schon darauf vorbereiten und den da schon hinstellen, dass wir nur noch starten müssen. So simpel ist es. So. Gucken, was er jetzt hier macht. Ja, kriegt er hier am Hang die Wände noch hin? Jetzt ich frage, ist das ein Brummkreis oder merkt er was vom Pferd von alleine wieder vorwärts? Ja, der hat das gemerkt, okay. Oh Gott, nee, jetzt hat er nichts mehr gemerkt. Jetzt merkt er gerade gar nichts. Dann machen wir den Rest doch mal eine Runde selber. Das ist doch alles gar kein Problem. So, schön runter damit. Und hiermit durch. Das hier sind nämlich auch schon die letzten Bahnen, die wir probern müssen. Den können wir den nämlich auch schon zur Seite stellen und die Frucht nach unten bringen. So simpel ist es. Ah, okay, ich fahre jetzt hier noch einen kleinen Schlanker zurück dann gleich. So, jetzt muss eh irgendwie wieder hin. So, das war dieses. Das Ganze schon am Zusammenfalten. Genau. So, stellen wir schon auf den Seitenstreifen. Und jetzt gehen wir uns eine Runde die Sonnenblumen holen. Die müssen wir jetzt erst unten ins Silo machen und dann mit dem kleineren Hänger da wieder rausholen. Das ist der einzige Knackpunkt, weil wir, hallo, Rückwärtsgang. Weil wir, leider mit ihm nicht in den Stall können, weil er den Kipper zu hoch macht. Und dann uns komplett verreißt, weil er mit dem untere Decke schlägt vom Schweinestall. Und das soll er ja nicht so wirklich. Das macht nicht so viel Sinn, ne? So. Mal gucken, ob wir jetzt erst unten ankommen oder ob erst. Es hätte aber trotzdem der Hänger gereicht, sehe ich gerade. 14.095 hätte in den anderen reingepasst. Der hätten wir glatt noch über 500 Spielraum gehabt, aber ist egal. So, ich wollte mich gerade sagen, wollen wir mal gucken, ob er uns eher anhält. Sprich, er hier, aber ja. Wir müssen ihn erst umsetzen. Das ist auch okay. Das klappt schon alles. Und an damit. Und los geht's. Und wir fahren hier eine Runde weiter. So einfach ist das Ganze schon. Da, 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 da. So hoch. Ich hätte natürlich noch anders machen können. Ich hätte natürlich jetzt gucken können, ob die Spritze, die Giftspritze oben, ob die voll ist. Und wenn nicht, hätten wir die vorne dran machen können, statt des Gewichts. Ne? Naja. Verpasst, weil wir sind schon unten. So, hier wird abgeladen. Wow, okay, ruhig, ganz ruhig. Gehen wir da jetzt hin.
raus mit den Sonnenblumen. Die könnten jetzt vielleicht sogar noch komplett reingehen, ne? Also echt schon krass. So, ich lasse nämlich jetzt gleich hier stehen. Und hole ihn hier gleich wieder weg. So. Ich hole nämlich jetzt gleich den kleinen Hänger und mache das da raus, weil er ist hier noch am Sehen. Nein. So, schon wieder das Gewicht vorne abgemacht, wenn ich Sachen gibt's. So. Dann gehen wir uns hier mal eine Runde Sonnenblumen holen. Weizen haben wir auch noch einen Rest. Wie sieht es eigentlich aus mit Weizen? Wollen die Tiere auch vom Weizen noch was haben? Ja, der Weizenrest wird da wahrscheinlich auch reingehen. Dann können wir auch gleich mal beides machen. So, wir füllen das hier mal rein. Nehmen einen guten Weizenspaß hier. Ja, aber während ich denn hier schon mit dem Weizen anfahre, stelle ich leider gerade fest, dass wir ja schon wieder am Ende der Folge sind. So schnell geht es leider. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. So, dann laden wir den Weizenparty noch im ab. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.